Ja, hallo ihr Lieben, Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe, jemand, der das schon ganz lange macht und auch ausgebildet ist, und diesmal wieder rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute beliebte Thema raus aus toxischen Beziehungen. Ich muss natürlich erstmal mein Buch empfehlen, ne? Vom Opfer zum Gestalter. Ist ja ganz wichtig, dass man nicht in dieser Opferrolle immer so lange drin bleibt, ne? Raus aus toxischen Beziehungen, rein ins geile Leben. Und ja, was ist toxische Beziehung? Ich habe ja auch schon so viele Videos so gemacht, aber was ich mal sagen wollte, eine toxische Beziehung ist nicht, wenn jemand sich mal nach 3 Dates nicht mehr meldet oder wenn irgendwas nicht läuft. Ich würde sagen, toxische Beziehung ist noch nicht mal, wenn irgendjemand mal in 10 Jahren fremd geht oder so. Das ist alles keine toxische Beziehung. Also toxische Beziehung ist wirklich Chaos, Lügen ohne Ende, nicht mehr schlafen können, nicht mehr essen können, nicht mehr richtig arbeiten können, einfach besessen sein von dieser Beziehung, immer drüber nachdenken. Das ist, was ich zumindest mal gemeint habe, damals vor 5 Jahren, als ich diesen Begriff mitgeprägt habe in Deutschland, dass ich gesagt habe, toxische Beziehung, ja, heute wird, das ist ein bisschen wie mit Narzissmus heutzutage, es wird so für alles benutzt, irgendwas läuft nicht richtig, ja, toxische Beziehung, nein, nein, so einfach ist es nicht. Aber natürlich gibt's das noch immer und toxische Beziehungen sind auch ein Wachstumsbooster, ne? Weil wir wachsen ja, wenn es wehtut, irgendwie, ne? Klar, wir wachsen manchmal auch, wenn es schön ist, aber wir wachsen halt vor allen Dingen, wenn es wehtut. Und insofern kann man das sehr nutzen. Ja, bei mir ist das Modul 1, das ist, sag ich mal, mein Signature-Kurs, also der Kurs, der meine Arbeit definiert, Umprogrammierung deines Liebeschips, negatives Beuteschema von immer den gleichen Beziehungen verändern und also aus meiner Sicht ist dieser Kurs in Stein gemeißelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da jemals irgendwas dran ändern werde und mein Ansatz ist der wirklich einer, der dich ermächtigen soll, deine eigene Entscheidung zu treffen, wieder in deine Autonomie zu kommen, wieder Herr deines Lebens zu werden im Beziehungsbereich und raus aus diesem elendigen Abhängigkeitsgefühl, diesen, weiß ich nicht, immer wieder nachdenken, Freunde fragen, noch eine Chance geben, noch eine Chance geben, noch eine Chance geben, noch eine Chance geben, noch 3000 Bücher lesen, Videos gucken, was zeitlang ganz okay ist, aber einfach wieder so dann, ja, deine Macht dir zurückgeben, ne? Deine Würde zurückgeben, würde ich fast sagen. Und deswegen zielt dieser Kurs auf die absoluten Basics ab, so, ne? Und die Basics meiner Arbeit sind, das Konzept wird ja auch erläutert in diesem Kurs, sind Standards und Dealbreaker, also dass du definierst, was für dich eine gute Beziehung ist und nicht dein Partner. Das ist nicht dein Partner, das definiert oder dein Date, der irgendwelche haarsträubenden Sachen macht und dass du dich eben nicht, ja, dein Koordinatensystem in dein Date legst und guck, was macht der, ist der bindungsängstlich, ist der ein Narzisst, ist der spielsüchtig, hat der Lego-Sucht, hat der, keine Ahnung, ist der Borderline, ist der autistisch, ist der bipolar, alle schlimme Sachen natürlich, aber das, dass du aus diesem Mist rauskommst, immer zu überlegen, was ist mit dem anderen und anfängst, dir Bücher zu kaufen und ich weiß nicht was, sondern einfach guckst, ist das die Beziehung, die ich führen möchte, ne? Und warum auch in diesem, warum ist dieser Unterschied zwischen Standards und Dealbreaker wiederum so wichtig, weil natürlich muss man Sachen aushandeln in einer Beziehung, aber eben nicht alles so, ne? Und das ist eben mein Ansatz, der sozusagen an der Gegenwart und an der Zukunft sich orientiert vor allen Dingen. Ich bin nicht so vergangenheitsbesessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wird ja immer wieder gefragt, warum machst du nicht was zu Trauma? Also ich fühle das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also alles gut, die Leute, die das machen und wer sich da aufgehoben fühlt, die Welt ist bunt, habe ich überhaupt keinen, also ich persönlich gar kein Thema mit und habe da auch gerade gestern wieder ein Live gemacht mit jemand, der so viel mit Trauma macht. Ja, alles gut, mein Ding ist es nicht, sage ich ganz ehrlich. Also das ist, ich finde es so für mich verschärft das manchmal dieses Opferding, ich bin so ein Opfer und meine böse Kindheit und warum war mein Vater nicht da, warum meine Mutter nicht da? Ja, es ist alles interessant, aber jetzt sind wir erwachsen und jetzt können wir unser Leben selber gestalten. Das ist meine Botschaft, ne? Gestalte dein scheiß Leben selber, ne? Nimm es in die Hand, fühl deine Macht und hau rein, so, ne? Ja, Und aber trotzdem ist mir natürlich klar, dass, also das sehe ich halt auch so, dass innere Kindarbeit eine Rolle spielt. Auch diese, welche Rolle das spielt, wird auch in diesem Kurs erläutert. Also ich arbeite halt gern so mit Trancen und Fantasieübungen. Und natürlich spielen unsere Glaubenssätze und Gedankenmuster eine große Rolle und definieren auch unsere Realität in Beziehungen, weil das ist meiner Ansicht nach auch irgendwas, was im Hier und Jetzt passiert. Ne? Im Hier und Jetzt hast du diese Glaubenssätze, so, ne? Und klar, die mögen irgendwann entstanden sein, aber ganz ehrlich, weiß immer jeder, ob die jetzt in deiner Kindheit entstanden sind oder sind die tradiert über die Generation oder ist es einfach dein Charakter und wer weiß das schon alles? Ist es dein vorheriges Leben? Hast du zu viele Dinosaurier getötet vor 10.000 Jahren? Das weiß doch kein Mensch irgendwie, ne? Und aber du kannst doch mit dem, was du jetzt hast, kannst du doch arbeiten. Welche Gedanken, also welche Glaubenssätze sind jetzt hilfreich, welche nicht? Warum ist Selbstliebe so wichtig? Das sind alles Themen, die in diesem epischen Kurs thematisiert werden. Ich gucke mal nochmal rein. Haben wir auch das verlassene rebellische Kind. Da wird ja auch erstaunlich wenig drüber gesprochen. Weil viele, die so im Minus sind, die haben ja eher mit so einem wütenden Kind zu tun, gar nicht so mit dem Verlassenen, ne? Ja, wie vollzieht sich Veränderung? Klar, machen wir auch mal einmal eine Schleife zu Narzissmus und so weiter, weil klar, also muss man, also es hat schon eine gewisse Berechtigung, dieses Thema. Und dann ist im Kurs halt diese großartige 30-Tage-Challenge. Wie kannst du rausfinden, ob man die Beziehung nun toxisch ist oder nicht? So, ne? Also hat jetzt nichts mit meinen anderen Challenges zu tun. Das ist einfach so eine Geschichte, die du für dich machst. Und genau, warum datest du manchmal deine Eltern? Was hat es mit inneren Eimern auf sich? Und so weiter und so weiter. Und so weiter. Und mit welchen Strategien kannst du jetzt weitermachen, so, ne? Und wo stehst du da gerade? Das ist wirklich ein sehr umfangreicher Kurs. Und ja, ich denke, lohnt sich auf jeden Fall. Haben schon, das ist mein meistverkaufter Kurs und haben mich einfach schon so viele Leute geschrieben, die gesagt haben, Mensch, das hat mir nochmal so viel Neues gebracht, obwohl ich schon dies gemacht habe, jenes gemacht habe, Therapie gemacht habe. Also ich denke, das ist gut investiert. Nicht immer nur die Videos gucken. Ja, genau. Was kann ich da noch dazu sagen? Ja, keine Ahnung. Geht euren Weg. Also auch die Zukunft finde ich sehr wichtig, ne? Überlegt, wo ihr hin wollt. Aber das ist dann wiederum Modul 2, da rede ich noch ein andermal drüber. Und ja, investiert in euch. Ist gerade eine schöne, naja, ist eigentlich keine schöne Zeit gerade, aber trotzdem, man hat ja, bevor wir irgendwann Corona vorbei ist, alle nur noch am Feiern sind, ist ja vielleicht noch ein bisschen Zeit, mal ja, sein Liebeschip nochmal schön aufzupolieren, ne? In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.